Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Kirby Clash, Part Nummer 79. Ja, im letzten Part hatten wir immerhin den Erfolg einer neuen Platin-Medaille und natürlich auch gleichzeitig noch die Zeit von der Mission. Was war's? Das war der Albtraum, gell? Oder war es der Super-Albtraum? Ich bin schon wieder verpeilt. Ich habe so viele andere Sachen im Kopf, die gefailt sind, als die Dinge, die ich eigentlich geschafft habe. Oder wir geschafft haben. Aber was will man machen? Dann gucke ich heute mal ein bisschen rum, was ich halt so auch mal an kleinere Sachen mache, weil ich kann immer nur so viel spielen wie... Kopfmeteor? Nee. Wie ich Elan habe, sage ich mal, weil ich möchte halt wirklich vermeiden, dass ich halt, selbst wenn es immer nur zwei Äpfeljuwelen sind, dass ich halt hier Äpfeljuwelen ausgebe, um halt das Elan wieder aufzufüllen. Der Blocki wäre nicht schlecht. Ja, den nehmen wir. Weil da kann ich bei ihm versuchen, je nachdem, welche Leute dabei sind, mit der Heiler-Fiole Deluxe auf Platin zu kriegen. Oder halt mit aufgewerteter Hammerrüstung kann man natürlich auch versuchen. Aber noch sieht es nicht so gut aus. Wie gesagt, ich mache es jetzt mal wirklich daran fest, welche Leute hier jetzt reinkommen. Weil bisher, wir wissen ja, Blocki hat viele Leben und Platin ist natürlich so eine Sache für sich. Aber eigentlich muss ich sowieso eins von beiden nehmen, weil was anderes interessiert mich ja hier nicht. Ich meine, die Zeit haben wir ja schon geschafft. Sektorenausrüstung habe ich nicht. Genau, da muss ich halt doch jetzt drauf gucken. Was mache ich? Heiler-Fiole oder Hammer? Blocki, ich glaube, Hammer wäre da besser. Komm, ich gehe auf Hammer. So, ich habe echt keinen... Oder? Ja gut, das Zyklopenhammer ist ja, glaube ich, der einzige, den ich wirklich abgegradet habe. So, mit einer aufgewehrten Rüstung, egal welche, gell? Ja. Rüstung. Da hatten wir ja die Uhrzeithaube, genau. So ist die Planung. Oh, da war gerade noch die Zeit gerade ganz knapp rum. Wird vermutlich eh nicht Platin, weil dazu fehlt echt der Schaden. Also definitiv fehlt da der Schaden, aber ja, was soll ich machen? So, ich sollte natürlich trotzdem gucken, dass ich mich nicht überrollen lasse, auch wenn der Schaden nicht reicht. Ein bisschen lernen, was der Gegner hier kann. Ich würde allein schon aus dem Grund nicht planen, weil wir keinen Magier haben. Das kann man echt dazu. Also Schaden macht Blocki mich halt wirklich nicht, weil ich halt wirklich als Hammer ziemlich viele Leben habe. Aber nee, das wird eher Katastrophe sein hier. Also ich nehme den Kampf nicht mehr wirklich ernst, weil... Ihr seht's ja. So, alles klar. Immer einmal so ein bisschen draufhauen, dass mir so immer so 10.000 Schaden dabei rumkommt. So grob gerechnet. Was macht der Event-Typi? Der Event-Trader will gar nicht mehr spielen. Okay. Der steht lieber die ganze Zeit in der Ecke. Na gut, von mir aus. Na, ich klemme hier fest. So, eben einfach mal hoch, auch wenn es vielleicht nichts bringt. Na, Delay, ich wollte genau in dem Moment schlagen. Ach, Leute. Ich bin langsam auch echt am überlegen, ob ich es vielleicht so mache, dass, also da geht halt mir langsam auch die Motivation dabei dann immer flöten. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man halt weiß, es klappt eh nicht, also zu 100% nicht, da will man auch selbst irgendwie nicht mehr kämpfen, aber gleichzeitig sollte man es eigentlich trotzdem machen. Warum kommt mir jetzt eigentlich so vor, als ob der Eventra zum ersten Mal gegen ihn kämpft? Na. Ja, es wäre vielleicht nicht schlecht, die Teile allerdings mal einzusammeln, aber als
Ja, man merkt schon, als Hammer ist man halt relativ langsam. So, einmal. Nehmen wir mal unseren Kollegen hier auf. Zumindest glaube ich das, aber ich, ja. Man merkt auch, selbst mit dem Hammer dauert es ewig, um jemanden hochzuheben, wenn man nicht gerade upgraded ist. Aber ich spiel gerade selbst nicht besser, also sollte ich ruhig sein. So, ja gut, der hat sich aufgelöst, der... Das Fragment. Dann spielen wir einfach nur so. Einfach nur so spielen. Ne, da sind schon ein paar, die haben, glaube ich, gar keine Lust mehr. Kommt mir so vor. Achtung. So. Also, dass der Kampf so lang dauert, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ihr seht's ja selbst. Also ich kann, glaube ich, nicht erwarten, dass ich halt unter 100 Parts hier kommen werde, bis ich halt alle Missionen habe. Abgesehen davon, dass ich sowieso erstmal die Apfeljuwelen brauche, um halt alles zu kaufen. Aber wenn ich halt, sagen wir mal, wenn ich jeden Part eine Mission schaffen würde, so theoretisch gesehen, und mir fehlen, glaube ich, noch über so über 50, dann kann man sich denken, was halt am Ende dabei rumkommt, gell? Ich glaube, solche Missionen sollte ich wirklich selber erstellen und dann halt meine Computerspiele dazu hauen, weil, ja, dann wäre zumindest der eine Computer dann als Magier stärker gewesen, weil so wird es nichts, so wird es echt nichts. Oder halt, wie ich halt schon im letzten Part gesagt habe, dann doch lieber mit Leuten spielen, die man kennt, die halt wissen, was Sache ist und wo vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Delay dabei verursacht wird. Aber werden wir ja dann sehen, wie ich es halt in der Zukunft mache. Klingenmeisterschwert, das wäre nicht schlecht. Also die habe ich ja. Klingenmeister Deluxe, je nachdem, ob halt auch ein paar dazukommen, die auch helfen wollen. Na, da ist ein 100er dabei, schön. Okay, Klingenmeisterschwert Deluxe, genau. Na, der ist rausgegangen, das hat man gerade gehört. Ja, der hatte keinen Bock. Das ist halt das, was ich meine, wo ich schon langsam überlege, ob ich das vielleicht auch machen soll, wenn ich halt sehe, dass halt das nix wird, also absolut nix, dass man dann lieber rausgeht, aber ja. Nee, jetzt brauche ich auch gar nicht mehr zu versuchen, das zu machen, gell? Na, wisst ihr was? Sorry, aber... Ich habe keinen Bock mehr. Ich meine, klar, das wird vermutlich passieren, irgendwann mal, dass, wenn ich das so oft mache, dass ich halt natürlich eine Weile nicht mehr online spielen kann. Aber ich habe auch echt keine Lust mehr in Missionen. Das ist eine super Mission und dann kommt ein Level 50er rein. Wisst ihr, was ich meine? Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Da. Dass ich dann halt lieber abbreche, als wenn ich halt jetzt hier einen Kampf mache, der halt mir erstens das Elan wegzieht und dann auch gleichzeitig hier eh failt, also zu 100% failt. So, hier könnte ich noch direkt ausrüsten versuchen, aber ob das was wird? Ich glaube, sowas hier sollte man auch eher mit Leuten machen, die man halt kennt. Glaube ich, hoffe ich nicht. Hier hätte ich nochmal den Block hier. Probieren wir nochmal aus. Guck mal einfach mal, wer da drin ist. Wie soll ich das mit Heilerfiole schaffen? Das wird doch nichts. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich wollte mich nicht mehr ärgern, aber der Gedanke ist halt immer der, dass man halt auch irgendwo seine Zeit damit verschwendet. Ich müsste jetzt eigentlich schon wieder einfach rausgehen, weil das wird so nichts. Weil entweder kommen dann andere sowieso nicht mehr rein hier. Und der das Ganze erstellt hat, halt kein, ja, also es wäre halt schon interessanter, wenn er halt eher, das mit Freunden macht, sage ich mal. Und dass er halt das nur zum Schaffen erstmal spielt. Aber nicht, wenn man es auf Mission spielen will, gell? Ne, komm, wisst ihr was, wir machen das anders. Klar. Ich gehe jetzt noch einmal raus. Mal sehen, ob halt das Game hier sagt hier, nee, du darfst nicht mal online spielen, weil du oft rausgeflogen bist. Oder halt bewusst rausgegangen bist. Aber dann werde ich eher selbst erstellen, weil, nee, da habe ich lieber dann meine Computerhelfer dabei, als wenn ich dann drauf hoffe, dass irgendwelche High-Level dabei vor uns kommen, selbst, und dass selbst die dann noch gescheit kämpfen, gell. So, mehr Abbrüche als andere hier. Nee, da stelle ich selbst.
Ich weiß auch nicht, wie oft man das machen kann, bis man gesagt bekommt. Ich habe zumindest schon mal von Phoenix gesagt bekommen, dass er irgendwie eine 10-Stunden-Sperre bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich normal ist oder ob er das nur so gesagt hat. Spieler stellen. Ich könnte auch mal gucken, was habe ich denn hier überhaupt für. Das sind nur die Loadinger, okay, alles klar. Die Chuchu-Figur habe ich noch nicht, das weiß ich. Magolor-Stab, den habe ich. Dann machen wir halt das hier. Ja. Versuche ich mit Magolor-Stab Platin zu kriegen. Da, 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 da. So, weil warten muss ich ja sowieso. Magolor-Stab sollte ich mal auch wechseln hier. Ne, habe ich gar nicht. Ich habe den Magolor-Stab Deluxe gar nicht. Na gut, dann halt nicht. Och, Leute, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ja, das war ich selber schuld hier. Aber normalerweise dürfte ich jetzt da eigentlich nicht wirklich jetzt eine Nachricht bekommen in dem Sinne, weil ich habe ja erstellt, also das ist ja mein Level-Spiel gewesen, und es war keiner drin bisher. Aber gut, wir werden es merken. Wenn es heißt, jetzt geht's nicht mehr, dann ist die Folge sehr kurz. Ich war mir echt sicher, dass ich alle mal Deluxe-Dinger so gekauft habe, aber dann war das halt bei dem ist halt nicht der Fall. Okay. Oder es ist halt nur gedacht, wenn man halt während man halt kämpft, dass man rausgeht. Dass es vielleicht daran dann, dass man eher eine Sperre bekommt. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß ja nicht genau. Den Goldhelm können wir schon mal versuchen hier. Ja komm, machen wir. Den weiß ich zumindest, dass ich ihn habe. Und dann hoffe ich mal, dass ich zumindest so ein bisschen auf meine Magier mich verlassen kann, sage ich mal. Nächstes würde ich ja noch so einen starken Hammer-Typ mitnehmen, der, wenn er halt Zeitstopp ist, dass er halt noch Schaden macht. Komm, ist ja was, ich bleibe mal bei dem Zuckerschwert. Das wird vermutlich, wenn einer reinkommt, dann weggehen. Von daher ist es dann nicht zu wild. So, Heldenschwert und den Goldhelm. Na. Ja, Goldhelm Deluxe. Okay. Und dann gucken wir mal, wie man reinkommt. So, leichter Downgrade vom einen Magier, aber okay, sollte, wobei, vielleicht, eigentlich eher nicht, weil der Heiler ist nicht auch unbedingt gut abgegradet, obwohl er Level 80 ist, aber, ja gut, wir werden sehen, ich werde mich zumindest bemühen, nicht einfach wieder denken, es wird fehlen, sondern einfach auch wirklich mal kämpfen hier, denke ich mal, und, ja, die lese natürlich wieder eine halbe Sekunde. So, dass ich mir halt einfach mal gucke, dass ich mich nicht so oft treffen lasse. Dass ich halt vielleicht mal Attacken mache, die halt, was mache ich eigentlich? Ich sitze doch hinten. Machen wir es mal so rum. Na. Aber auch schön, dass es immer 10.000 Schaden macht hier, wenn ich hinten drauf springe. Na toll. So, dass wir uns vielleicht zumindest ihn am Anfang eher in die Aggro-Phase kriegen. Und das ist halt auch das Schöne daran, wenn man halt jetzt hier mit dem Schwert hinten immer so 8.000 Schaden macht. Das ist halt so, als würde man die ganze Zeit aufladen. So, alles klar. Ich bleib natürlich oben sitzen. Zumindest soweit das mir zulässt. Na. Na Mist, hab ich ja vergessen, dass er, wenn er brennend springt, dass er halt diese Tropse fallen lässt. Ich passe nicht mehr auf. So, einmal hochheben hier. Ist halt, das ist halt das Problem vom Delay, dass halt, Achtung, davor kann man sich nicht ducken, habe ich auch schon festgestellt. So, falls den Zeitstopp. Alles klar. Und sammelt eure Meteorteile ein. Sammelt's doch einfach ein, Leute. Rechts. Magier. Ich finde es immer so lächerlich, wenn halt immer einer dabei ist, der dann wirklich denkt hier, nö, brauche ich nicht. Sammle ich nicht ein. Ich bleibe lieber in der Ecke stehen und mache die ganze Zeit denselben Scheiß.
Wie soll denn das Platin werden, wenn man mit solchen Leuten spielt? So, sammeln Sie es ein. Meine Güte. Das ist nicht Platin. Das ist nicht Platin. Ich verstehe es manchmal echt nicht. Ich meine, bei mir ist halt immer der Gedanke, ich erwarte nicht, dass jemand immer profimäßig spielt, sondern ich warte lediglich, dass halt jemand halt das Spiel halt kennt. Also so in dem Sinne, dass man zumindest weiß, okay, es ist, hat seine Vorteile, wenn man das einsammelt, dass man halt eben nicht hier so lange braucht. Aber dann, ja, da mache ich auch selber wieder Fehler hier. Ach, Mann. Deswegen ja, wenn jetzt der blaue Magier ein Computerspieler gewesen wäre, der wäre sofort zum, ja, klar, dass es nicht Platin wird, der wäre sofort zum, ja, zum Stein, zur Steintafel gelaufen. So, gucken wir mal, was ich sonst noch erstellen kann. Der peile ich auch schon wieder fast rum. Was habe ich heute erreicht? Nix. Ach, Mann, ey. Ich probiere es aber nochmal. Ich möchte es ja irgendwann mal schaffen. So, dann werde ich hier natürlich wieder meine Magier nutzen, also zwei Stück. Und der dritte wird dann halt so ein Damage-Dealer sein, wie ein Schwertkämpfer oder Hammer. Bei den Hammer kann ich auch gleich lassen, denke ich mal. Andere Hammer habe ich glaube ich eh nicht. Wobei doch eigentlich schon. Ja, nehmen wir den hier. Und sollte einer reinkommen, wenn wir es ja merken. So, sieht zumindest mal ein bisschen besser aus, würde ich mal sagen hier. Yep. Das soll doch hoffentlich klappen. Und wenn nur einer dazu kommt, kann es natürlich auch sein, dass vielleicht der Delay nicht so stark ist. Also dass man da wirklich auch schon gut steuern kann. Und hoffen wir mal, dass es jetzt endlich mal für Platin reicht. Weil wie oft habe ich jetzt schon diesen Galboros hier versucht? Gell? Das habe ich auch nicht vergessen. Achtung. Ja, komm mal hier in die Nähe. Toll, ich treffe nicht. Muss schon näher an die Wand kommen. Aber immerhin, meine Magier helfen ein bisschen mit. So, komm noch einmal ein bisschen Zeitstopp und dann passt das. Na, ich bin getroffen worden. Verdammt. So, alles klar. Ich meine, so ist halt der Schwertkämpfer immer noch richtig klasse. Wenn ich jetzt halt ein voll upgradeter Schwertkämpfer wäre, wäre es, glaube ich, auch kein Problem. Aber man muss es ja mit dem Helm da versuchen. So, okay, einmal. Ich hätte mir vielleicht mal wieder die Zeit merken sollen, gell? Achtung, andere Seite. Da-ba-da-ba-da. Mist. Springen, habe ich ja gelernt. Und wieder hoch. Mist, wenn man davon vorher getroffen wird, ist man erstmal gelähmt, gell? Sag mal. So, jetzt aber. Ja gut, hätte von mir aus auch schon besser sein können. Da wäre schon viel schneller viel mehr Schaden rumgekommen. Achtung, wieder springen. Die Dropse. Und einer meiner Computer geht drauf. Was soll das denn? Das war jetzt nicht unbedingt jetzt etwas Schönes, sage ich mal. Das wird, glaube ich, wieder nichts, weil... Ja, weil die mit dem Zeitstopp nicht treffen. Und wie immer fehlt genau... Der eine, ja gut, bin ich jetzt selber schuld. Es fehlt jetzt genau der eine, der halt, ja, der eigentlich ein Spieler ist, der eigentlich wissen müsste, dass wenn man den Meteor einsammelt, dass es vielleicht so kleine Vorteile hat, anstatt da immer Ecke rumzusitzen. Ach, was kümmere ich mich um den Meteor, der holt ihn ja eh nicht. Der holt ihn ja eh nicht. Wenn es jetzt ein anderer Spieler wäre, der jetzt nicht weiß und damit hier in der Party wäre und mich hören würde, der würde dann vielleicht sagen, hier, take this. Ich stehe das sogar genau davor und hol's trotzdem nicht. Na gut, dann halt nicht. Dann ist es halt heute wieder eine Fail-Folge. Ist halt so. Was soll man anderes erwarten? Ja, jetzt brauchst du auch nicht mal eins sammeln. Jetzt ist es egal. Jetzt ist es wurscht. Aber ihr merkt auch schon, warum ich gerne Magier spiele. Weil ich möchte mich halt, erstens möchte ich mich auf andere verlassen, auch wenn es die Computerspieler sind, dass halt Zeitstopp dabei vorkommt. Aber, ja.
Was soll ich da groß sagen? Ihr seht es ja selbst. Ihr seht es ja selbst. Was beschwere ich mich eigentlich? Ich brauche nicht das zu sagen, was man sieht. Ach ja. Ja, die Folge hätte ich mir eigentlich schon fast sparen können. Aber ich tue es natürlich trotzdem veröffentlichen. Ich bin nicht eher jemand, der halt jetzt sagt, gut, das war jetzt eine Fail-Folge, die lösche ich einfach. Nee. Ich möchte ja auch zeigen, woran es liegt, dass es halt nicht klappt. Gell? Mal abgesehen davon, dass ich das selbst nicht perfekt spiele, aber wenn ich sag, jedes Mal, wenn ich gewisse Kleinigkeiten sehe, wie zum Beispiel, da liegt noch eine Steintafel rum und der Einzige, der das nicht eingesammelt hat, ist halt der andere Spieler, weil er lieber in der Ecke sitzt die ganze Zeit, dann, ja gut. Ich beschwere mich nicht mehr, oder ich möchte mich eigentlich nicht beschweren, aber es passiert trotzdem immer wieder. Ist halt leider so, weil es klappt halt nicht, gell. Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Super Kirby Clash sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und nicht zu vergessen, auch immer schön die Glocke zu läuten, in-game wie auch bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.